Hallo, da bin ich wieder. Ja, ich habe mir gedacht, ich möchte es jetzt wirklich so machen, dass es für jede Woche eine Botschaft der Erzengel auch gibt. Die Arbeit mit den Engeln ist ja immer sehr flexibel. Gewisse Sachen kann man sich zwar einteilen, aber es geht nicht immer. Aber ich werde es versuchen. Natürlich auch, wenn es dazwischen irgendwelche wichtigen Nachrichten von den Engeln gibt, werde ich die natürlich auch für euch aufnehmen. Und ich möchte jetzt einfach wirklich mal die Engel bitten, ja, was für diese Woche für uns wichtig ist, also dass sie uns das sagen. Ich weiß nicht, welcher Engel kommt, ich denke mir einer von meinen Vieren, aber ich will das ganz offen lassen und ich möchte jetzt einfach wirklich darum bitten, ja, dass uns die Engel sagen, was in der Woche jetzt von 11. bis 17. Juli wichtig ist oder was passieren wird. Und ich spüre auch schon ganz stark den Erzengel Michael, aber auch den Erzengel Metatron. Und es ist Metatron, der uns, ja, der eine Nachricht für uns hat. Das freut mich, weil Metatron ist auch ein sehr starker Engel, ein sehr kräftiger Engel. Und ich frage jetzt, beziehungsweise ich bitte ihn jetzt darum, uns zu sagen, was jetzt für die nächsten 7 Tage für uns alle wichtig ist, auf was wir achten sollen. Und ich bekomme da wirklich von ihm ein ganz wunderschönes Bild. Es ist wichtig, wirklich, ja, dass ihr auch mal entspannt. Ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich schon oft gehört auch, aber es ist so, also es kommt jetzt diese Nachricht durch. Genießt bitte wirklich auch diese Zeit des Sommers, soll ich euch sagen. Die Sonne, die Energien, die sie für uns, ja, herunterstrahlt. Ich weiß, viele haben ein bisschen ein negatives Bild auch von der Sonne, von den ganzen Dingen, die uns gesagt werden, wie sie uns schädigen kann. Dieses Thema ist jetzt auch in der letzten Zeit bei vielen Channel-Medien durchgekommen, dass eben die Sonne sehr wichtig ist, und ich freue mich, dass jetzt auch beim Metatron für euch durchkommt. Und gerade vom Metatron, der sagt wirklich, geht hinaus, ja, genießt es, genießt wirklich auch die Natur. Also konzentriert euch auch wirklich auf diese Einzelheiten, ja, auf diese Kleinigkeiten, aufs kleinste Blümchen sozusagen, und genießt diese, ja, diese Atmosphäre, ja, dieses schöne, ja, diese Schönheit der Natur. Alles das ist sehr wichtig. Und ich finde das ganz toll, dass das gerade wirklich von Metatron kommt, weil eigentlich ist ja Raphael der Engel für die Natur auch. Und das sieht man wieder mal, dass die Engel alle zusammenarbeiten. Vielleicht ist es jetzt auch gerade gut, weil viele in den Urlaub fahren, dann ist es natürlich noch besser. Aber auch wenn ihr nicht wegfahrt und arbeiten gehen müsst, also versucht wirklich auch die freie Zeit, die ihr habt, in der Natur zu genießen. Das ist so wirklich die Nachricht jetzt vom Metatron. Und wirklich auch mal, wenn es nur ein paar Minuten ist, durchatmen. Ja, mal 5 Minuten Ruhe, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo rauszugehen in die Natur. Schaut rauf in den Himmel, ihr könnt sehr viel entdecken. Ich weiß, was er meint, aber ich will auch noch nicht darüber reden, aber ich weiß jetzt genau, was gemeint ist. Beobachtet den Himmel, auch am Abend. Ihr werdet viele Dinge sehen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Also das gilt für untertags, aber auch für die Nacht. Ein paar wissen auch jetzt von meinen Zuschauern, was gemeint ist wahrscheinlich. Ich möchte es halt wirklich, ja, dass ihr selber euren Blick schärft. Und das fängt eben schon an in der Natur, die Dinge zu sehen, die da sind, die uns geschenkt sind, dass wir die genießen. Und ich finde es eigentlich eine wunderschöne Nachricht von Metatron, ja, dass wir auch aufs Genießen achten sollen. Also diesmal eben in Verbindung Genuss und Natur. Was hat uns die Natur alles zu schenken und zu geben? Und eben, ja, schaut genauer hin. In der Natur hier auf die Erde, aber auch auf den Himmel.
Schaut hin, was ihr dort alles sehen könnt. Ja, da bin ich jetzt auch ganz überrascht, was der Metatron uns da hier sagt. Und wenn es, wie gesagt, zwischendurch auch mal Neuigkeiten gibt, dann werde ich euch gerne das hier auch online stellen. Das war's erst jetzt mal und ich verabschiede mich und ich bin bald wieder da mit dem nächsten Video. Tschüss!